Die Verarbeitung von hochauflösendem Videomaterial ist insbesondere für ältere Rechner nicht ganz so einfach. In diesem Video soll es darum gehen, die verschiedensten Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Sie die Performance von Magix in diesem Zusammenhang optimieren können. Das Ganze beginnt in den Programmvoreinstellungen. Ich gehe mal in die Programmvoreinstellungen, indem ich auf der Tastatur Y drücke. Dann taucht das Fenster Programmeinstellungen auf und der erste Schritt ist sicherlich die Aktivierung der sogenannten Hardwarebeschleunigung hier im Register Geräteoptionen. Hardwarebeschleunigung meint, dass für bestimmte Jobs nicht mehr der Hauptprozessor des Computers zuständig ist, sondern Ihre Grafikkarte bzw. Ihre Onboard-Grafik. Somit wird die CPU, also der Hauptprozessor, entlastet und bestimmte Dinge können diese Grafikeinheiten, diese Grafikkarten einfach viel effektiver und viel schneller erledigen als die CPU, weil die Grafikkarten bzw. diese Grafikeinheiten auf diese Jobs hin hoch spezialisiert sind. Schauen Sie sich also hier zunächst einmal an, ob die in Ihrem Rechner verbaute Grafikkarte bzw. Onboard-Grafik hier in dem Listenfeld auftaucht und wählen Sie diese dann an. Sie können hier die Hardwarebeschleunigung für drei unterschiedliche Bereiche aktivieren oder eben auch deaktivieren. Für den Import von Rohmaterial, für die Verarbeitung und für den Export. Dieser Split, also diese Aufteilung in die drei Bereiche, ist sinnvoll, denn wenn es in einem dieser drei Bereiche zu Problemen kommen sollte, dann können Sie für diesen Bereich das Hardware-Encoding deaktivieren und den Job entweder dem Hauptprozessor überlassen. Dann wählen Sie hier CPU aus oder wenn Sie hier weitere Grafikkarten bzw. Onboard-Grafiken etc. auf Ihrem Rechner zur Verfügung haben, wählen Sie einfach eine andere Grafikeinheit, eine andere Grafikkarte aus. Probleme, die auftauchen können, sind zum Beispiel Performance-Probleme oder auch Veränderungen der Bildqualität. Wenn das auftritt, können Sie für den jeweiligen Schritt, also für den Import, für die Verarbeitung oder für den Export, die Hardwarebeschleunigung deaktivieren. Beziehungsweise eine andere Grafikkarte, eine andere Grafikeinheit dafür auswählen. Der nächste Schritt in Sachen Performance-Verbesserung ist die Nutzung von Proxy-Dateien. Die Nutzung von Proxy-Dateien können Sie in einem anderen Fenster einstellen, in den Filmeinstellungen. Ich verlasse deshalb hier mal die Programmeinstellungen und gehe über Datei, Einstellungen in die Filmeinstellungen. Und hier finden Sie das Kontrollfeld automatisch Proxy-Dateien erzeugen. Proxy-Dateien sind Videodaten geringerer Qualität. Durch ihre geringere Qualität sind sie vom Rechner einfacher zu handeln und das System bzw. die Software, in diesem Fall Magix, kann somit viel performanter agieren. Wenn dieses Kontrollfeld aktiviert ist und Sie in Zukunft einen hochauflösenden Clip importieren, ich mache das mal, dann wird automatisch eine Proxy-Datei erzeugt. An der Unterseite des Projektfensters zeugt einem Statusbalken dann von dem jeweiligen Berechnungsprozess, bei dem für das importierte Video eine Proxy-Datei berechnet wird. Diese Proxy-Dateien werden voreingestellt dann auch direkt genutzt. Das können Sie überprüfen, indem Sie hier unterhalb des Videomonitors mit rechts auf diesen Blitz klicken. Dann sehen Sie hier die voreingestellte Funktion Proxy-Objekte nutzen. Wenn sich herausstellen sollte, dass es aus irgendwelchen Gründen bei der Arbeit mit Proxy-Material Probleme geben sollte, können Sie die Funktion hier auch wieder deaktivieren. In der Regel ist diese Funktion aber recht gutmütig und mit Problemen ist eigentlich nicht zu rechnen. Von daher gilt diese Einstellmöglichkeit, diese Abwahl der Proxy-Objekte eigentlich nur für den Notfall sozusagen. Oder wenn Sie aus irgendwelchen anderen Gründen diese Funktion nicht mehr nutzen möchten, dann können Sie die hier deaktivieren. Ich gehe nochmal in das Fenster Programmeinstellungen, habe dazu wieder Y auf der Tastatur gedrückt
Im Register Wiedergabe haben Sie unten im Bereich Videowiedergabe drei Funktionen, die Sie zudem auch ausprobieren können. Da haben wir zum einen diese Überlastoptimierung für Echtzeitwiedergabe. Diese ist bei mir hier nicht deaktivierbar. Wenn das bei Ihnen deaktivierbar ist, können Sie versuchen, im Fall der Fälle, also wenn Sie mit der Performance Ihres Systems nicht zufrieden sind, diese Funktion zu deaktivieren und dann mal schauen, ob das Linderung bringt. Wenn Sie im Multicam-Modus arbeiten und die Sache hakelig wird, könnten Sie hier in den Programmeinstellungen dieses Kontrollfeld aktivieren, sofortiger Cache-Refresh im Multicam-Modus. Und auf der rechten Seite haben wir dann noch die Anzahl Spuren für Parallelspuroptimierung. Der Name sagt es schon, es geht hier um eine Optimierung der Wiedergabe für eine bestimmte Anzahl an Spuren. Eine genaue Zahl, die Sie eingeben müssen, kann ich Ihnen schlechterdings empfehlen, weil es ja immer auch davon abhängt, wie viele Spuren Sie aktuell gerade mit Material belegt haben. Probieren Sie im Zweifelsfall hier einfach mal verschiedene Werte einzugeben und beobachten Sie mal die Auswirkungen auf Ihr System. Schauen wir noch einmal in das Kontextmenü dieses Blitzsymbols unter dem Videomonitor. Neben der Funktion Proxy-Objekte nutzen haben wir noch drei weitere Funktionen, nämlich die Funktion Auflösung reduzieren, Framerate reduzieren und Effekte deaktivieren. Die Auflösung reduzieren meint einfach, dass bei der Wiedergabe im Programm die Bildauflösung reduziert wird, um die Performance zu verbessern. Auch hier hat es keinerlei Auswirkungen auf die finale Bildqualität. Auch diese Maßnahme findet rein während der Arbeit mit Magix statt. Die spätere Originalauflösung, die spätere Bildqualität wird dadurch nicht beeinträchtigt. Das gleiche gilt für die Framerate, also der Anzahl der Bilder pro Sekunde, die Magix bei Wiedergaben während der Schnittarbeit zugrunde legt. Die letzte Funktion bezieht sich auf zugewiesene Effekte. Je mehr Effekte Sie zuweisen, umso mehr Performance muss die Software dafür bereitstellen. Wenn die Performance dann nicht mehr ausreicht, um den Projektfensterinhalt flüssig wiederzugeben, können Sie die zugewiesenen Effekte einfach mal deaktivieren. Dabei werden die Effekte nicht etwa gelöscht, sondern einfach nur temporär deaktiviert. Und Sie können dann einfach weiterschneiden und Schnitte flüssig wiedergeben etc. pp. Und zum Schluss können Sie die Effekte dann einfach wieder aktivieren und den Job exportieren. Zum Schluss noch ein Hinweis in Sachen Datenmanagement. Speichern Sie Ihr Rohmaterial am besten auf einer Festplatte, auf der nicht auch die Software selbst installiert ist. Verwenden Sie gerne dazu eine externe SSD-Festplatte, also eine schnelle externe Festplatte. Durch diese Maßnahme können Sie ebenfalls einen Performance-Zugewinn erzielen.